So, hallo ihr Lieben. Ich habe das letzte Mal auf meiner Facebook-Gruppe verknüpft und zugeknotet, also eine verknüpft und zugeknotet Gruppe, eine Umfrage gemacht, welcher Knoten euch denn interessiert. Snake Allies war der Brennpunkt für alle mit Abstand und deswegen habe ich ihn mir jetzt einfach mal vorgenommen. Ich habe hier dieses wunderschöne Halsband gemacht und genau dasselbe möchte ich jetzt nochmal mit euch machen. Er ist nicht einfach, also er ist kein Anfängerknoten. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen so erklären, dass ihr das auch nachverfolgen könnt, weil es ist ein bisschen vergriesknaddelt, wie der geknotet wird. Und jetzt möchte ich einfach zeigen, was ihr braucht. Also ihr braucht vier Farben Paracord, Typ 3 habe ich jetzt genommen. Dann braucht ihr einen Verschluss. Ich arbeite wieder mit meinem geliebten Biotane-Verschluss. Ich zeige euch hier oben in der Infokarte, wie ihr euch die selber machen könnt. Dann brauchen wir ein Feuerzeug. Wir brauchen einen Häkelnadel später, um die Seelen zu ziehen beim Vernähen. Wir brauchen eine Paracordnadel. Wir brauchen eine Schere, ein Maßband sowieso. Und ich nehme wieder meine Spachtel zum Verschweißen. Damit schütze ich einfach mein Halsband, wenn ich verschweiße. Genau. Das ist eigentlich auch schon alles, was wir brauchen. Dann rechnen wir jetzt zusammen aus, was wir für einen Verbrauch haben. Und zwar, ihr nehmt euren Halsumfang, in meinem Fall 48 cm. Dazu kommt die Chick-Formel. Bei Swiss ist er jetzt drin mit 0,7 cm. Ich bin immer gerne ein bisschen großzügiger. Da nehme ich jetzt einfach das komplette Chick, was ich, das komplette Pi, was ich dazu zähle, also 3,14, was dazu kommen. Das ist dann bei mir 51,14. Dann zieht ihr von den 51,14 den Verschluss ab. In meinem Fall wieder 7 cm. Von hier nach hier bei meinem Biotane-Verschluss habt ihr eine Aluschnalle. Zieht ihr von hier nach hier ab, also einfach den inneren Block hier, weil über das da kommt ihr dann noch euer Paracord drüber. Also das wird sonst ein bisschen knapp. Das nicht. Also nur hier. Beim Zugstopp genauso. Das sind jetzt bei mir 7 cm, haben wir gesagt. Das ist dann ein Wert von 44,14 cm. Mit diesem Wert, den ihr da rausgekriegt habt, rechnet ihr jetzt euren kompletten Verbrauch aus und auf diesen Wert wird euer Chick eingespannt. Voraussetzung ist, dass eure Schnallen richtig dran befestigt sind. Also ihr müsst, ich zeige euch das jetzt mal an meinem Chick schnell, wenn ihr mit Aluschnalle arbeitet, müssen eure Verschlüsse bündig hier an eurem Chick aufhören. Genauso oben. Wenn das jetzt drüber steht, dann müsst ihr das in der Länge hier mit einstellen, sonst passt das später nicht. Also bitte nicht vergessen, da gab es schon so manchen, die dann, oh, ist zu klein. Also bitte darauf achten. Dasselbe gilt auch für Zugstopp und bei Biotane. Also egal, welchen Verschluss ihr macht, sobald der Verschluss über euer Hölzlein hängt, bitte in der Länge dazu rechnen. So. Dann rechnen wir mal weiter. Bei Swiss steht er drin mit einem Wert von 11,1 pro Farbe. Wir haben jetzt keine Führung in dem Tutorial bei Swiss, also mit eingerechnet. Deswegen müssen wir den mit Führung rechnen. Bei Swiss ist er jetzt auch drin mit Kosmetik 5 oder 6 und also der traue ich ja überhaupt nicht. Wir machen ihn mit Kosmetik 2.1. Ich setze euch hier oben wieder die Infokarte rein. Da findet ihr den Link zu Kosmetik 2.1 für jeden, der nicht weiß, wie es geht. Ich zeige euch jetzt theoretisch, wie Kosmetik 2.1 aussieht. Also, wir haben hier unser Band, mit dem wir knüpfen. Das geht hier oben an unserem Knoten rein. Dann geht er runter, rauf, wieder ein Ankerknoten, hier auch, runter, rauf und hier wieder zum Knüpfen. Das heißt, im Endeffekt haben wir hier viermal unser Cord rauf und runter noch. Dieses viermal müsst ihr dazu zählen noch. Das ist viermal euer Halsumfang, den ihr noch dazu zählen müsst für eure Führung. Also, wir rechnen jetzt für die Führung Farbe 1, in meinem Fall jetzt der beige. Die 44,14 mal 11. 1,1, rechnen wir jetzt gleich mal aus, 44,14 mal 11,1, das sind 4,89 Meter, also 4,90 Meter knapp. Ich rechne mal jetzt, gebt ruhig 35 oder 30 Zentimeter dazu, also die zählen wir jetzt mal dazu, 35 nehme ich jetzt mal, ich bin echt lieber ein bisschen
Ein bisschen mehr. Also das sind dann 5,25 Meter. So, und zu diesen 5,25 Meter zählen wir jetzt viermal unseren Halsumfang dazu. Also in meinem Fall viermal 48 Zentimeter, also grob bei mir 2 Meter. Die kommen noch dazu. Dann haben wir hier 7,25 Meter, was ich jetzt für meine Führung brauche. Dann rechnen wir weiter für Farbe 3, 4, 5, also in meinem Fall jetzt Diamant, Lila und glaub, wo ist er denn? Der beige, nee, der cremefarbene. Also Farbe 2, 3 und 4. Die nehmt ihr einfach euren Wert, den ihr hier oben errechnet habt, mal 11,25. Also wieder ein bisschen was dazu zählen. 5,25 Meter pro Farbe. So, die schneidet ihr euch jetzt zurecht. Wenn ihr das habt, dann nehmt ihr die Farbe für die Führung und macht sie auf euren Verschluss fest mit Kosmetik 2.1. Wie gesagt, hier oben die Infokarte, könnt ihr nachgucken, wie es geht. Und wenn wir das haben, dann sehen wir uns wieder, dann zeige ich euch, wie ihr die anderen Cords oben in den Ankerknoten einbindet. Dann habt ihr das jetzt hier, eure Kosmetik auf euren Verschluss gemacht. Also ihr habt am unteren Teil des Verschlusses zwei Ankerknoten und am oberen Teil drei Ankerknoten. Wenn ihr jetzt den Farbverlauf wie ich haben wollt, dann nehmt ihr, also ich nehme jetzt mein, hier ist dann außen beige, Diamant, Creme und in der Mitte möchte ich lila haben. Dann nehmt ihr jetzt euer Diamant, also die Farbe, die außen noch mit am Rand sein soll. Und näht sie hier hinten in die Ankerknoten rein. Und zwar komplett durch alle drei durch. Und die anderen beiden, also in meinem Fall jetzt dieses Lila und Creme. Die kommen hier an den mittleren Ankerknoten rein. Und zwar alle beide. Das hier ein bisschen breit. So. Jetzt spannt ihr das Ganze auf euren Jig und zieht es in die Mitte. So, auf dem Jig gespannt sieht das Ganze jetzt hier so aus. Jetzt nehmt ihr eure beiden Farben, die ihr in den mittleren Ankerknoten gemacht habt, und zieht sie nach vorne. Also geht hier einfach durch die Führung hier durch und holt sie euch nach vorne. Und jetzt muss ich euch was erklären. Und zwar, ihr seht hier, wir haben hier vier Führungsstränge. Und immer zwei Cords gehören zu einem Strang der Führung. Und diese beiden Cords bleiben den ganzen Knoten über bei diesem Strang. Ihr werdet das alles immer auf diesem Strang runterflechten, den ganzen Knoten lang. Er wird niemals irgendwie die Richtung wechseln oder sonst irgendwas. Also zu diesem Strang gehören diese beiden Cords, zu diesem Strang gehören diese beiden Cords, zu diesem Strang die beiden hier und zu dem äußeren die beiden hier. Und die bleiben immer zusammen. So. Also, dann fangen wir mal an. Leicht wird es nicht. Also, es ist wirklich ziemlich kompliziert, vor allem zu erklären, sodass ihr alles seht. Also, wir fangen an. Ihr legt jetzt das Beige, lege ich jetzt hier meine Führung runter. Und mit dem Diamantfarbenen mache ich jetzt eine Schlaufe. Und zwar lege ich dafür das Cord über die beiden drüber. Dann gehe ich nach oben und dann gehe ich unten entlang unter den dreien durch. So, also ich stecke es nirgends durch, sondern ich mache das einfach nur einmal drumrum. Das ist hier so einfach wie so eine Klappschlaufe. Also nicht, das nicht irgendwo noch durchfehlen. So, dann nehme ich den beigen, gehe mit, der steckt jetzt hier in dieser Schlaufe, mit dem gehe ich nach oben. So, und dann nehme ich ihn
und stecke ihn wieder durch die Schlaufe durch. So. Also habe ich jetzt quasi hier die Schlaufe hier einmal umwickelt. So, dann sind die nächsten beiden dran. Dafür nehme ich die cremefarbene, die lege ich hier meine Führung runter. Dann nehme ich die lilane und mache wieder die Schlaufe. Ich lege sie über die beiden Quads, Richtung nach oben, dann hinten rum, hinter den dreien entlang. Durchziehen. Und jetzt wird es schwierig, ich hoffe, dass ihr jetzt genug seht, den cremefarbenen, der steckt hier wieder in unserer Schlaufe drin, der geht wieder nach oben, so, und jetzt geht ihr mit dem cremefarbenen durch die diamantene Schlaufe von hinten nach vorne durch. Und dann steckt ihr ihn hier durch die lilane Schlaufe durch. Also quasi habt ihr jetzt die beiden Schlaufen miteinander verbunden. Ihr habt quasi mit dem cremefarbenen einmal beide Schlaufen umwickelt. So. Das ist der Schritt, der sich immer wiederholt. Wenn ihr das kapiert habt, wie das funktioniert, dann wiederholt sich das den ganzen Knoten lang immer wieder und immer wieder. So. Jetzt gehen wir zum nächsten Cord. Nächste Führung. Also wir haben vorhin die Schlaufe mit Lila gemacht und hatten Creme runterliegen und jetzt legen wir Lila runter und machen mit Creme unsere Schlaufe. Also, wenn die jetzt auf der falschen Seite liegt, legt das sie einfach unten rum. Hier unten. Also nicht oben drüber, was sonst sieht es blöd aus, sondern unten rum. Und dann die Lila wieder die Führung entlang und dann machen wir wieder unsere Schlaufe. Ihr legt es oben drüber, geht nach oben, nach hinten, unter den dreien durch. So. Jetzt nehmen wir wieder Lila, gehen nach oben wieder und geht mit der Lila jetzt durch die lilane Schlaufe. So. Und dann durch die cremefarbene Schlaufe. Also ich hoffe, man sieht das. Es ist echt so Kuddelmuddel, dass man das kaum erkennt. So, dann. Jetzt die letzten beiden. Letzte Führung, letzten beiden Farben. Wir haben hier unsere Schlaufe mit dem Diamanten hingemacht und den Creme angelegt. Also machen wir es jetzt andersrum. Ihr legt den Creme an. Quatsch, den Creme haben wir angelegt. Also machen wir es andersrum. Ihr legt den Diamanten an. Bin selber schon ganz blöd. Und mit dem Creme machen wir unsere Schlaufe. Und wenn der jetzt hier außen ist, dann geht ihr wieder hinten rum. Dass das hier dann einen gleichmäßigen Rand gibt, weil sonst, wenn ihr das einfach jetzt hier vorne rum so die Schlaufe macht, dann wird der Rand hier nicht schön sauber. Also hinten rumlegen und dann machen wir wieder unsere Schlaufe damit, über die Quads, nach oben und hinten lang und mit dem Diamanten nach oben durch die cremefarbene Schlaufe hier durch und dann durch die beige Schlaufe. So. Jetzt müssen wir langsam festziehen und ihr müsst jetzt darauf achten, beim Festziehen, dass eure Fäden schön um die Kosmetik gewickelt sind. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann liegt sie entweder links oder rechts davon. Ich zeige euch das später nochmal, wenn man es ein bisschen besser sieht. Und dann sieht es ein wenig dumm aus. So, also, ihr zieht jetzt immer paarweise fest. Ihr schiebt nach oben und zieht fest. Wir müssen das dann später auch nochmal nachziehen. Also, ich Snake einfach nicht richtig festziehen kann. Der Sauhund wehrt sich immer ein bisschen. So. Außerdem sieht man das jetzt mit meiner Biotana ein bisschen blöder. Ich mache es mal ab. So. Und jetzt schiebt ihr das hoch und zieht es fest. Und hochschieben und festziehen. Jeden einzelnen hochschieben und festziehen. Und hochschieben und festziehen. So, und ihr seht schon selber, das ist gar nicht so einfach. Vor allem die erste Reihe ist sehr blöde.
Ich habe gesagt, als Nähknoten allgemein, egal wie man da macht, ob man da jetzt einen Zugstopp macht oder sonst irgendwo oder als Leine oder weiß der Kuckuck was, der lässt sich einfach schlecht zuziehen. So. Also, ich denke, das reicht. Also, ihr seht jetzt schon, hier haben wir jetzt so unser Muster. Wenn ich hier noch meine Paracord-Nadel, ich nehme die Häkelnadel, dann könnt ihr das hier noch mal ein bisschen nachziehen. Also wirklich so, dass es dann auch schön liegt. Wir werden das dann später noch mal machen. Wenn wir so 4-5 Reihen gemacht haben, ziehe ich immer noch mal nach. So, ich spanne wieder ein. Dann geht es weiter. Das wiederholt sich jetzt immer und immer wieder, was wir jetzt gemacht haben. Moment, meine Cords. In dem Kabel. Jetzt. Und hier auch nochmal. So, gar nicht so leicht mit so viel Zeug. Also, es geht wieder von vorne los. Beige und Diamant gehören an die erste Kosmetikführung. Beige wird angelegt, mit Diamant machen wir unsere Schlaufe. Über die Cords nach oben, hinten an allen drei vorbei. Dann beige, einfach nach hinten, von hinten nach oben klappen und hier über dieses gekreuzte von der Schlaufe und durch die Schlaufe durchstechen. So. Die nächsten beiden. Hier hat man Creme an der Führung liegen. Mit Lila machen wir die Schlaufe. Über die Schlaufe, nach oben, hinten lang. Die cremefarbene nach oben klappen. Hier durch die Schlaufe. Und hier wieder zurück. Durch die lilane Schlaufe. So, ich habe jetzt einfach nur angezogen, ich muss immer ein bisschen Daumen drauf tun. So, Dalle. Die nächsten beiden. Wir hatten jetzt Creme anliegend und mit Lila die Schlaufe gemacht. Jetzt andersrum. Lila anliegend und mit Creme die Schlaufe gemacht. Also, über die beiden Cords, nach oben, hinten lang, unter alle drei und durchziehen. Hier geblieben. Und mit Lila hochklappen, hier hinten durch diese lilane Schlaufe und dann durch die cremefarbene Schlaufe. So. Dann machen wir den nächsten. Wir hatten hier Beige anliegen, jetzt liegt Diamant an. Diamant liegt an und hier aufpassen, dass ihr wieder auf der linken Seite seid mit eurem beigen Cord. Das legt ihr über die Beine drüber, nach oben, hinter alle drei durchziehen und jetzt den Diamanten nach oben klappen, durch die beige Schlaufe und durch die cremefarbene Schlaufe und durch die beige Schlaufe. So, jetzt ziehen wir das Ganze wieder an. Also mal Stück für Stück. Einfach hochschieben und ziehen. Also das ist ein bisschen fummelig. Ihr müsst es echt wirklich für euch dann rausfinden, wie ihr den dann am besten schiebt und zieht und zieht und schiebt. Aber wie gesagt, ihr müsst dabei auch schieben, weil sonst funktioniert das nicht. Sonst bockt er. So, ich mache es nochmal ab. Jetzt haben wir Reihe Nummer 2. Und ihr seht schon, das ist noch total locker. Aber wie gesagt, wir machen jetzt noch 2-3 Reihen und dann ziehen wir einfach mit der Paracord-Nadel nochmal nach. Dann klappt das Ganze am besten. Und jetzt schauen wir mal hinten, ob ich euch das schon zeigen kann, ob ich mich schon irgendwo vergriesknallt habe. Ich glaube, wenn ihr das jetzt hier, wie zeige ich euch das am blödesten? Wenn ihr jetzt hier daneben liegt irgendwo, dann guckt dann später eure Führung raus. Also deswegen müsst ihr wirklich gucken, dass ihr das gut mit dieser Schlaufe um euer Cord seid.
dass ihr das mitnehmt. Weil wenn ihr, wenn ihr die Führung vergesst, dann hängt sie seitlich raus. Das ist mir am Anfang auch oft passiert. Deswegen denke ich, mache ich euch da gleich ein bisschen darauf aufmerksam. Also ihr müsst jetzt dann gar nicht, wenn ihr nachzieht, gar nicht so fest hier rumziehen. Bringt eh nichts, geht eh wieder auf. So, dann fangen wir von vorne an. Entschuldigung. So, erster Strang Kosmetik, beige anlegen, Diamant drüber, hoch, drunter, unter alle drei weg. Dann beige, nach oben klappen und dann nach vorne holen und durch die Schlaufe nach unten. So. Die beiden wieder auf Seite. Dann kommen die nächsten beiden. Die beiden hier. Beige wird angelegt, mit lila wird die Schlaufe gemacht. Über die beiden, hoch, hinten lang. Und jetzt hier oben rumklappen, durch die diamantene Schlaufe, durch die lilane Schlaufe nach unten. Also ich habe mir echt lang genug, also wirklich lang Gedanken gemacht. Ich habe bestimmt das Halsband dreimal aufgemacht, bis ich mir überlegt gehabt habe, wie ich euch das am allerbesten erklären kann. Und dass ich auch wirklich euch auf alles aufmerksam mache, was ihr da ein bisschen falsch machen könntet. So, dann die Lila an die Kosmetik legen. Dann macht ihr mit der cremefarbenen die Schlaufe. So, nach oben, hinter alle drei durch. Und jetzt lila hochklappen und hier durch die lilane Schlaufe und durch die cremefarbene Schlaufe und durchziehen. So. Dann haben wir hier die letzten beiden. Was machst du denn jetzt? Schön da bleiben, Freund. Das dachte ich, mein Notebook kratzt ab. Also, weiter geht's. Die Diamantene anlegen, Gott, dass ich die Farben noch rauskriege. Und jetzt mit dem Beigen die Schlaufe machen, Diamant hochklappen, durch die cremefarbene Schlaufe und die beige Schlaufe und durch. So. Dann wieder anziehen, vorsichtig, und schieben. Und beim Anziehen müsst ihr dann aufpassen, dass euch da die Kosmetik nicht abhaut. So. So, also nicht erschrecken, wenn das jetzt alles noch ein wenig unregelmäßig aussieht, weil, wenn wir das dann später nachkorrigieren, dann sieht das auch schön aus. Wir können ja schon mal anfangen. Also ich nehme dann immer hier die Schlaufen und ziehe sie einfach richtig schön fest. So, die hier auch. Wenn ihr jetzt noch ein paar Stiche mehr habt, dann hält es natürlich noch besser. So, die Kosmetik immer schön nach oben schieben, euren Knoten. So, wenn ihr das schön nach oben schiebt, dann machen wir dann, wenn er wieder auf dem Chick ist, geht es besser. So. Den noch. So.
so. Also später lasse ich es dann auch auf dem Chick zum Nachziehen. Aber jetzt, damit ihr das schön seht. So. Moment, verdreht. Jetzt so. Und dann schön hochschieben. Hier kann man Harving anziehen. Ihr seht schon, da geht noch mal einiges. So. Dann machen wir noch eine Runde. Und dann mache ich noch zwei, drei Wortlose, damit ihr dann ein bisschen seht, wie es weiter aussieht. Weil hier sieht man es echt ein bisschen schlecht mit meinem Biotane-Verschluss. Also nochmal zusammen. Beige an die Führung mit Diamant eine Schlaufe. Mit Beige hinten hoch, und hier durch dann Lila und Creme, zweiter Kosmetikstrang. Creme an die Kosmetik, mit Lila die Schlaufe. Creme nach oben, durch, Diamant und durch Lila. Dann hier haben wir Creme und Lila. Über die beiden drüber die Schlaufe, hinten herum, durch die lila Schlaufe, durch die Cremeschlaufe und dann die letzten beiden, Diamant an die Kosmetik. Aufpassen, dass euer Beige links rauskommt, ansonsten einfach hinten lang liegen. Über die beiden kurz nach oben, hinten rum, Schlaufe machen und dann nach oben klappen, durch die cremefarbene Schlaufe, durch die beige Schlaufe, so. 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 So kann es auch gehen. Da oben muss ich nochmal nachziehen. So, und jetzt mache ich euch noch zwei, drei. Lila Creme, Creme entlang, Lila, Schlaufe, Creme durch die Schlaufen. Creme, Schlaufe, Lila hoch. Durch die lila Schlaufe, durch die Cremeschlaufe. Diamant, Cremeschlaufe, ja Quatsch, Beige-Schlaufe. Hoch, durch die Cremeschlaufe, durch die Beige-Schlaufe. So.
So. Immer schön hochdrücken und jetzt ziehe ich mir hier meinen Rand nochmal nach, weil der mir noch nicht gefällt. So, dann könnt ihr hier auch noch ein wenig nachziehen. Ich glaube, man sieht schon ganz gut, wie es aussehen wird. Und das Ganze macht ihr jetzt runter. So, ich habe jetzt noch ein Stück gemacht und jetzt möchte ich euch noch was zeigen. Und zwar, wie ihr euch am besten merken könnt, welches Cord die Schlaufe macht und welches anliegt. Also, anliegen tut immer das rechte. Und mit dem linken macht ihr immer die Schlaufe. Auch hier, rechts liegt an, links macht Schlaufe. Rechts liegt an, links macht Schlaufe. Rechts liegt an, links macht Schlaufe. So, wenn das jetzt nicht links und rechts von eurem Führstrang liegt, wie jetzt zum Beispiel, also hier liegt es links und rechts, es wird jetzt so liegen. Dann habt ihr das Problem, zeige ich das jetzt mal auf der Rückseite, dann habt ihr das Problem, dass hinten dann eure Führungsstrang hier so irgendwann mal rausgucken wird. Sieht man das? Ja, genau. Deswegen müsst ihr immer darauf achten, dass eure Cords sauber links und rechts neben der Führung sind. Und wie gesagt, rechts liegt an und links macht die Schlaufe. Rechts liegt an und links macht die Schlaufe. So, das ist der ganze Trick. Dann wünsche ich euch noch viel Erfolg beim Weiterknoten. So, also ich bin jetzt hier bei der letzten Reihe. Ich habe es jetzt von meinem Chic runter gemacht. Ihr könnt es auch schon ein bisschen eher von eurem Chic runter machen und probieren, ob ihr es ohne Chic hinkriegt. Ich habe es jetzt bis zur letzten gemacht. Eine kriege ich jetzt nach unten hin. Die werde ich jetzt einmal probieren, dass ich sie so hinmache. Ansonsten muss ich meine Nadel nehmen. So. Ja, also ich hoffe, ihr seid ganz gut zurechtgekommen. Ich habe jetzt auch nochmal vorhin alles nachgezogen mit der Paracord-Nadel, dass es schön gleichmäßig ist. Und wir wiederholen jetzt einfach nochmal den letzten Schritt mit ein bisschen Gepopel. Dann verankern wir unsere Cords nochmal. So. Aufpassen, dass wir hier keinen Kuddelmuddel reinkriegen. Aber jetzt sieht man noch weniger wie vorher. Aber ich denke, mit der Paracord-Nadel geht das hier ganz gut. So, jetzt ziehen wir das Ganze noch fest.
erstes Mal. So. Zum Verankern würden sich jetzt anbieten die cremefarbenen, aber wenn ich das jetzt so haben möchte, wie auf der anderen Seite, muss ich die beigen wieder nehmen. Also wir legen erstmal die cremefarbenen jetzt hier nach hinten. Lila auch, die legen wir hier zwischen rein nach hinten. Andere Seite auch. So. Und dann verankern wir unsere Beigen. Ich muss jetzt meins nochmal hier ein bisschen spitzer machen, dass ich sie besser auf meine Nadel kriege. Weil die sehr breit waren. So, wir haben jetzt hier die linke Seite und dafür gehen wir jetzt hier durch den Ankerknoten hier durch. Hier auch. Und gehen hier in die Mitte nach vorn. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Mal neu angrillen. Also hier seitlich alles weg. Hier durch die beiden Schlaufen vom Ankerknoten. Durch und nach vorn. Dann legen wir die beiden hier durch unseren D-Ring. Der, an dem die Nadel jetzt schon dran ist, den fädle ich jetzt hier gleich mal ein zum Vernähen. Den vernähen wir ganz weit. Da das ja auch sehr schön zum Vernähen geht, könnt ihr das richtig, richtig weit reinnehmen. So weit wie es geht. Und desto schöner das reingeht, desto schöner, desto leichter flutscht es halt auch wieder raus. Ne? So. Das Ganze mal schon gleichmäßig ziehen. So, also ich habe das jetzt hier gute 10 cm nach hinten genäht. Schneiden wir jetzt ab. Wir lassen ein bisschen stehen. So ungefähr 5 mm. So. Dann nehmen wir die andere Seite. Super Kreuz. Wieder zurück machen. Über Kreuz waren wir es nicht. So, jetzt liegt es nebeneinander. Und dann machen wir jetzt hier unseren Ankerknoten. Also ihr geht auf der anderen Seite, hier neben dem Strang, den wir jetzt hier runter genäht haben, nach vorne. Das habe ich noch nicht erwischt. So. Und dann hier nebendran wieder zurück nach hinten. So, jetzt sieht es ja
aus wie nachher schöne Kosmetik. Und das ist so viel Zeug im Weg, das gibt es ja gar nicht. Modelle. Den hier schweißen wir am besten gleich fest. Ich nehme hier wieder meine schöne Spachtel. Lege die an, damit ich hier meine Halsband nicht verletze. Schmelze es an, bis es brennt. So, hoppala. Festgedrückt. Jetzt. Perfekt. Und jetzt nehmen wir die andere Seite. Ich ziehe jetzt auch noch ein bisschen nach. Sucht sich hier nochmal über Kreuzen. Vielleicht können wir das hier nochmal auseinander machen, dass wir da nochmal drunter gehen. Und das so runterziehen, jawohl. Und dann gehen wir hier die andere Lila rein. Also ihr müsst halt sehen, dass das wirklich halt aussieht wie ein schöner Ankerknoten. Nicht verdreht oder nicht knubbelig. So. Und da die Schuppen, sage ich jetzt schon, das sieht ja aus wie Schuppen, da die jetzt andersrum liegen, dann geht es jetzt hier auch ein bisschen komplizierter zum Reinstechen. Das dürfte eigentlich soweit kein Problem sein. Eigentlich habe ich mir jetzt gedacht, dass wir vielleicht eventuell ein paar Seelen ziehen von den Fäden, die wir vernähen wollen. Das könnt ihr machen, sobald ihr mehrere Cords zum Vernähen habt hinten. Wenn der Knoten jetzt viele Cords hat, so wie jetzt beim CMF zum Beispiel, der hat furchtbar viele Cords hinten raus, dann könnt ihr Seelen ziehen. Aber ihr dürft die Seelen nur aus den Knoten fürs Muster ziehen. Niemals aus den Knoten für Kosmetik und Rand. Das wäre fatal, weil dann nehmt ihr dem Knoten die Stabilität. Aber alles andere könnt ihr die Seelen rausziehen und dann könnt ihr die schön flach vernähen. Obwohl dieses Seelen rausziehen auch wirklich ein Gepopel ist. So, sehen wir mal. Mal hier pudeln. Ne? Zwei Stiche noch, dann sind wir so weit wie der andere. Ne? Dann schneiden wir die wieder ab. Ungefähr so 5 mm stehen lassen. Spachtel drunter. So. Und schön Platz drücken. So, jetzt sehen wir mal, was wir hier mit dem Rest machen. Als nächstes vernehmen wir dann die Diamanten vom Rand. Da bleiben auch auf jeden Fall die Seelen noch drin. Hier würde ich sagen, fädeln wir erst hier einmal durch Creme. Und dann gehen wir damit auch in Lila runter. Damit das Ganze noch fester wird. Aber der muss nicht so ganz weit runter. So. Dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Durch Creme. Durch Lila runter. Aus. Ja, aus. So, Achtung, ein bisschen Gewalt. Einen Stich noch.
So. Die schneiden wir jetzt ab. Wieder ein bisschen was stehen lassen. Spachtel drunter. Anfeuern. Das haben wir schon. Jetzt zeige ich euch trotzdem nochmal, wie das mit dem Seelenziehen geht, damit ihr das immer ziehen habt. Also, ihr schneidet eure Enden vorne ab. Sonst können wir die Seelen nicht rausziehen. Pobel dir hier ein Loch in den Mantel von eurem Cord. Und dann stecht ihr da rein, wenn ihr da ein bisschen was freigepobelt habt, mit der Häkelnadel am besten. Und dann zieht ihr eure Seelen da raus. Wie gesagt, das ist ein ziemlich große Puppelei. Da müssen wir dann mal anschauen, wie das Loch drin hat. Bitte nicht reinschneiden. Ihr dürft es wirklich nur reinpopeln und das reinmachen, indem ihr jetzt eure Fasern hier auseinander drückt. Nicht schneiden. Weil wenn der Mantel verletzt ist, einfach die Stabilität dann auch nicht mehr so gegeben. So, da war doch schon was. Sehen wir mal, was da kommt. Meine Nadel ist so klapprig und dünner an der Stelle, dass sie mir mal zu verbiegt. Mal noch ein anderes anständiges Werkzeug hier besorgen. So. Das sind das jetzt noch drin sein. Haben wir noch eine? Da. Und hier dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, zwei könnten da noch drin sein. Da haben wir sie doch. 1 und 2. 1, 2. So. Damit das Ganze hier abgeschnitten hat, da kommt nee, das ist vom Mantel. So. Dann schweißt ihr das Ganze hier ein bisschen platt. Aufpassen, dass ihr nichts verletzt. So. Und jetzt könnt ihr vorne euer Cord wieder zusammenschweißen, dass es in eure Nadel passt. Und dann vernähen. Das wird auch wirklich richtig schön flach. Das kann auch noch mit einem Lila bohren. Muss auch jetzt gar nicht mehr so sehr weit sein. Ein paar reichen, ein paar Stiche. Ups, sind dadurch die Fasern verletzt hier. So, schneiden wir ab. Gleiche machen wir jetzt mit Lila, Loch bohren. Eins, zwei, drei. Und schon noch mehr, guck mal. Vier. Und 6.
mindestens sein. Wenn die wegen einer Seele ist, ist es auch nicht ganz so dramatisch. Da tue ich jetzt nochmal lang rum. Abschneiden. Zurückschweißen. Zusammenschweißen. Und vernähen. Schauen wir mal, wo wir den rein. Den können wir hier rein machen. Auch schön Platz. Und der so flach ist. Fällt er auch gar nicht weiter auf. Zack. Verschweißen wir die Beine schnell. Lass uns die nicht so sehr auspflanzen. So, dann noch die anderen beiden. Da genug sieht, wenn ich da so im Pool. Ich muss immer ein bisschen Abstand machen. Diese Häkelnadel wird ausgemustert. Mal neue kaufen. Anständige. Ich noch eine haben, glaube ich. So. Will nicht. Das gibt's da nicht. Also ihr seht schon, das kostet unheimlich viel Geduld und Nerven. Probearbeit hier. Das ist möglich ausgefranst. Wenn ich rauskriege, dann kriege ich ihn raus. Jetzt haben wir einen. Noch einen. Also wer sagt es denn? Da kommen sie doch. So, das könnte schon zumindest gewesen sein, so ziemlich. Also abschneiden. Passt auf, wenn ihr das jetzt so macht wie ich, also dass euch das passiert, dass ihr hier da auf dem Korb fliegen zieht, dass ihr das nicht auszusehen schneidet, wenn ihr die Dinge abschneidet. Ja. Ende zu. Und so. Ja. Der letzte. Komm, die Häkelnadel ein, müssen wir noch und dann bist du entlassen.
Lila sieht man auch gleich viel mehr, ne? So, dann geht es ja fast auseinander, wo du ziehst. So. So, ja, was kann ich euch jetzt noch dabei für einen Schmank erzählen? Ach ja, ich habe auf Facebook eine Gruppe, das ist die Verknüpft und Zugeknotet Gruppe. Und in dieser Gruppe könnt ihr euch dann auch ein bisschen austauschen. Wir sind jetzt schon über 500 Mitglieder, ich hoffe, wir werden noch ein paar mehr. Ich stehe euch da auch gern mit Rat und Tat zur Seite. Und ja, also wir sind ein ganz nettes Grüppchen und freuen uns über jeden weiteren, der dazukommt. Genau, da findet ihr dann auch wichtige Hinweise, also wie zum Beispiel, wo kaufe ich meine Paracord-Nadeln ein. Dann haben wir auch die Mona im Shop vertreten. Dann, was haben wir da noch? Ja, wir haben viele Damen, die das schon sehr lang machen, auf Profi-Ebene, die euch da dann auch beraten können oder helfen können. Wie gesagt, ich bin auch dabei. So, perfekt. Und dann haben wir noch die Paracord-Knoten-Übersichtsseite auf Facebook. Da tragen wir dann sämtliche Knoten zusammen. Das Ganze ist einfach daraus entstanden, dass mir als Anfänger einfach furchtbar viele Knoten total gut gefallen haben, aber ich einfach nicht wusste, wie die heißen und dadurch auch die Anleitung nicht gefunden habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache eine Seite und habe dann auch jemanden gefunden, der mir hilft. Und in dieser Seite haben wir dann die Knoten quasi albumweise zusammengetragen und die Namen für die Knoten hingeschrieben. Und in jedem Album, also vom jeweiligen Knoten im Kommentar, findet ihr dann einen Link zur Anleitung. Auf jeden Fall ist der Link von Swiss drin. Und für die, wo ich dann schon ein Video gemacht habe, findet ihr auch die YouTube-Anleitung, also den Link zur YouTube-Anleitung. Genau. So. Ganz schlau wäre es auch, meinen Kanal zu abonnieren. So bleibt ihr auch immer auf dem Laufenden, weil ich ja doch auch ständig was Neues hochlade. Also es gibt ja 1001 Knoten. Ich mache dann auch immer in meiner Gruppe so ein bisschen eine Umfrage, welcher Knoten denn das nächste ist. Und beim letzten Mal war es eben der Snake Allies. So. Und deswegen habe ich mir den nochmal vorgeknöpft. Ich habe ihn mit Führung gemacht, weil ohne hat er mir nicht gefallen. So, und jetzt ist er auch schon fertig. Ein wunderschöner Knoten. Ich finde, der sieht richtig krass aus. Der hat ein bisschen so einen 3D-Effekt. So. Im Video sieht man es jetzt vielleicht nicht, aber sieht wirklich klasse aus. So, also ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ich euch das erklärt habe, weil, wie gesagt, einfach ist er nett. Aber das Resultat, glaube ich, kann sich sehen lassen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Also bis dann. Tschüss. Material und Zubehör findet ihr auf der Homepage docslashers-shop.com.